Diese verfluchte Macht in unseren Herzen schlägt. Es ist nicht der Turm, den die Auserwählten beschützen, Reiter. Unsere Aufgabe ist es, Samaels Rückkehr um jeden Preis zu verhindern. Du kannst mich töten und mit meinem Herzen zu Samael zurückkehren. Aber er ist eine viel größere Bedrohung als alle Auserwählten zusammen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Rat zu hören, Spinne. Oder deine Geschichten. Meine Kinder werden zur Musik deiner Schreie tanzen. Ja, und ich auch, aber nicht zu meinen Schreien. Ich schreie nämlich nicht. Ah, okay. Los. Also wie kriege ich das Vieh jetzt tot? Eventuell mit diesem Haken irgendwie? Nee, der Haken, der bringt mir relativ wenig. Moment mal, was war denn das gerade? Achso, gut. Na dann, werden wir das mal probieren. Ich habe doch eigentlich keine Intention, gegen dieses Ding zu kämpfen. Wehre dich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Du bist mit dir, Reiter. You don't say. Wieso ist denn die so... Okay. Hopp. So, jetzt muss ich irgendwie diesen... Oh, komm schon. Du bist ein Narr, dass du Samael vertraust. Wieso? Wieso? Ja, halte still, Kleiner. Kotzt mich echt an. So, na komm. Oh, wenigstens einmal dashen muss doch reichen, ey. Muss man denn zweimal dashen? Halte still, Kleiner. Oh, Mann, ey, die... Ich weiß echt nicht, wie ich die killen soll. Ah, okay. Nee! Na gut. Halte still, Kleiner! Oh, Mann! Halte still, Kleiner! Das ist nicht mehr normal! Du bist ein Narr, dass du Samael vertraust! Ich halte die einfach, ich halte die ganze Zeit jetzt drauf. Kleiner. Wie soll ich denn diese Teleporture killen? So, jetzt komm! Nein! Ja, halte still, Kleiner! Nervt! Bam! So wenigstens anständig. Die ist so verfickt schnell, wie soll man das machen? Nicht. Es wird bald zu Ende sein. Wehre dich nicht. Es wird okay. Bald zu Ende sein. Oh Mann! Ich warte doch schon die ganze Zeit, damit die mir nicht fallen. Dass du Samael vertraust. Jetzt komm bitte her, danke. Oh Mist. Wieso ist die nur so verkackt schnell? Egal, ich werde die jetzt einfach so die ganze Zeit killen. Diese dämliche Mistspinne kann mich. So. Eine andere Möglichkeit als das fällt mir jetzt nicht ein, wie ich die besiegen kann. Okay, na, wann kommt es denn über mich? Hopp. Nee, das reicht einfach nicht, weil diese verkackte Spinne so verdammt groß ist. Oh, Mann. Wenn das so weitergeht, verreck ich echt noch. Ich hasse diese Spinnen, echt. Mann! Würde der endlich mal effizienter dashen, wäre das ja gar kein Problem, aber nee, da... Es ist unmöglich, diese Spinne zu killen, wirklich. Ich weiß echt nicht, wie man das machen soll. Oh, friss einfach meinen ganzen Hass auf. Wenigstens das eine Mal. Wow, ein bisschen hiervon. Okay, sie ist wieder über mir. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Nee!
Ich war noch nicht mal annähernd an der dran. Das ist einfach nicht mehr normal. Das Dashen ist viel zu kurz und viel zu unschnell. Wirklich. Ah, kotzt mich das an. Ich habe schon wieder übelst wenig Leben. Und ich bin tot. Oh, weil diese verkackte Spinne einfach viel zu schnell ist. Wie kann sowas Schnelles... Wie kann sowas Großes so schnell sein? Und was ist mit dieser Truhe los? Naja. Hälfte vom Leben. Ja, okay, komm los. Wir haben es schon mal gesehen. Würde ich hier das Pferd beschwören können, wäre alles okay. Aber nein... Ja, jetzt weiß ich, wie ich das machen werde. Okay. Jetzt ist die sowas von dran. Wenn ich nur näher an die rankommen könnte. Ist mir scheißegal. Ich kann mich dummerweise nicht so schnell in dieser Form bewegen. Das ist echt gemein. Okay. Boah, muss ich ausgerechnet jetzt wieder normal werden, wenn die tausendmal auf mir drauf springt. Okay, da ist sie wieder. Immer schön. Okay, jetzt habe ich langsam das Timing raus. Dämliches. Oh oh. Falsches Timing. Das ist einfach nicht mal. Da wird hier gestunt und allen möglichen anderen Scheiß. Und wo ist er denn jetzt? Nee! Wo? Oh, ich hasse sie einfach. Diese dämliche Drecksspinne. Ich soll einfach mal aufhören mit ihrem Scheiß teleportieren. Nee! Oh, komm! Ich glaube, ich hab's dabei. Oh, ich... Oh. Was ist denn jetzt los? Was sind das für Dinger? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh oh. Ach so, funktioniert das. Na gut. Nochmal. Ich war noch nicht mal annähernd in Reichweite, ey, wirklich. Ich habe das Gefühl, ich muss die irgendwie nehmen und auf die drauf werfen, aber... Ah, da ist sie wieder. Spielchen wie sonst auch. Oh, es ist nervt. Man kann ja einfach nicht anständig ausweichen. So, na komm, wo bist du wieder? Okay, wenigstens hat das mal geklappt. Da ist sie wieder an der Wand. Wow. Das ist... Mein Herz, wer kommst du nicht? Wo ist denn... Ah, nicht schon wieder sowas. Ich weiß einfach nicht, wie ich die... Hallo? Okay. So funktioniert das also. So. Könnt ihr mir dieses... Oh! Das hätte ins Auge gehen können. Die ist durchgespießt. Okay. Ja, ich glaube, irgendwann reicht's. Ich glaube, wir haben die Herzen. Sehr gut. Das ging schneller, als ich erwartet. Oh, ein volles Leben. Dankeschön. Samael wartet schon auf das letzte Herz. Glaubst du, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Wo geht's denn jetzt noch lang? Also ich könnte natürlich hier geradeaus weitergehen, aber das hier interessiert mich jetzt natürlich noch viel mehr. Sehr interessant. Ah, nee, das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren. Das wird,
Ah ne, ich muss die ja so aktivieren. Hallo? Nein! Jetzt fliegt das Ding weg, weil ich noch im Anvisieren-Modus war. Dankeschön. Kommt das irgendwann mal runter? Ja. Cool. Moment mal, was geht's? Wo geht's eigentlich in der Karte da weiter? Geradeaus ist einfach nur. Oh. Ja, genau. Das Ding hier braucht man nicht mehr. So. Hier gibt's immer noch was, was ich mitnehmen wollte. Wieso habe ich denn das Plus beim letzten Mal nicht? Ah, da brauche ich bestimmt auch eine andere Fähigkeit dafür. Die ich noch nicht hatte und die ich jetzt aber wahrscheinlich habe. Dankeschön. Das hätte echt ins Auge gehen können. Ich hätte es beinahe noch selber mit erwischt. Aber zum Glück. Naja, erwischt mich sowas nicht. Wo bin ich jetzt auf einmal wieder? Was ist das bloß für ein... Oh Gott. Geht's ganz schön runter. Oh, hoppala. So, das heißt dann wohl, wir müssen wieder mit dem Pferd los. Bin ich eigentlich... Nee, ich bin nicht so normalerweise hier hingekommen. Ah ja, stimmt. Ich war ja gar nicht da hingekommen. Ich wurde ja hingebracht. Ich bin ja vorher von den ganzen Spinnen angegriffen worden. Okay, jetzt weiß ich aber immerhin, wie ich schneller wieder dahin komme. Hatte ich da eigentlich einen Vulkrim-Posten? Ich glaube eher nicht. Was echt sehr, sehr gemein war, weil Vulkrim, ich will schon so einen Vulkrim-Posten da haben. Könnte das Pferd mal wieder aufladen jetzt, bitte? Jetzt ist... Vor allem mit einmal ist es wieder voll. Ich habe die ganze Zeit nichts gesehen. Ja. Und das Brechen funktioniert hier nicht so ganz wie gewollt. Okay. Das will ich jetzt eher nicht. Ich will einfach nur hier unten wissen, was in diesem extra Gang drin ist. So. Kann man denn nicht mal mit dem Pferd hier runterspringen? Das ist so traurig. Hoppala, und wir sind da oben. Und, hi. Was gibt's denn hier Feines? Hier ist was Unsichtbares. Okay. Was ich demnächst brauche, ist auf alle Fälle noch eine unsichtbare Sehenfähigkeit, damit ich hier irgendwie weiterkomme. Ja, irgendwie will das nicht. Wieso will das nicht? Ich muss das von unten kaputt machen, damit ich hier oben auf alle Fälle weiterkomme. Na gut. Unsichtbare Sehenfähigkeit wird noch gebraucht. Dankeschön. Na gut. Aber dadurch, dass wir jetzt wissen, wie man schnell in dieses Spinnengebiet kommt. Hier ist ja auch ein Vulkrim-Posten. Da geht das eigentlich. Oder dürfte zumindest schnell gehen. Warum kann man hier? Hier ist doch eigentlich genug Platz von Pferd samt Reiter, oder? Naja. Eigentlich schon. Na gut. Vulgrim, was geht? Was hast du denn für eines? Beziehungsweise, ich habe vieles für dich. So. Die Steinhaut. Ich glaube, ich habe sie jetzt auf dem Maximum. Leviathan, Strömung, Ascheland. Ja, wieso habe ich denn hier bloß keinen Vulkrim-Posten gefunden? Da muss doch einer sein eigentlich. Ja gut, glühender Galgenturm. Ah nee! Glühender Galgenturm wollte ich ja jetzt nicht. Na gut. Aber das Ganze mit dem extra Sachen noch nachholen, werde ich sowieso noch machen müssen. Das werde ich erst dann machen, wenn ich Unsichtbares sehen kann. Und so lange kann ich ja eigentlich noch warten. Weil Unsichtbares sehen ist wirklich noch... Ja, ich glaube, mit dem habe ich dann alle Fähigkeiten beisammen, die mir helfen. Weiterzukommen, allgemein.
habe bis jetzt keine anderen Hindernisse gesehen, die ich... Ohne die, die ich jetzt habe, die Fähigkeiten. Also... Wii. Ja. Aufhalten kann. So, haben wir noch. Machen wir die natürlich alle platt hier. Und wieder in die andere Richtung. Bam. Okay, jetzt haben sie mich irgendwie vom Pferd geholt. Das war jetzt ziemlich gemein. Na komm. Und es ist weg. Ja, die haben ja gesagt, man kriegt relativ viel Erfahrung für das Ding. Es ist ja fast schon wieder voll. Danke. Liegt teilweise wahrscheinlich noch mit daran, dass es... naja, oft benutzt wird, im Gegensatz zu dem anderen. So, Samael, was gibt's denn bei dir für eines? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht überlebst, um deinen Teil des Geschäfts zu erfüllen. Gib es mir. Du hast mich über die Auserwählten belogen. Sie haben niemals den Turm bewacht. Wen kümmert das? Unser Abkommen drehte sich nicht um historische Geschichte. Ich habe dir den Turm versprochen. Und du wirst ihn bekommen. Okay, welche Augenfarbe hat er denn demnächst? Hat es dir Vergnügen bereitet, mir zu verweigern, was mir rechtmäßig gehört? Da meine Kräfte nun wiederhergestellt sind, bin ich fast wie ein Gott. Ich könnte das Mark aus deinen Knochen saugen, ehe du es merkst. Okay. Ich könnte. Aber auch ich habe einen Kodex, an den ich mich halte. Sehr nett. Abgesehen davon, kannst du über das Gleichgewicht und ein lächerliches Gesetz sagen, was du willst. Ich erkenne einen Rachefeldzug, wenn ich ihn sehe. Und Rache kann ich respektieren. Sehr gut. Und was die Details meines Rückzuges betrifft. Nun, mir gefällt die Gesellschaft nicht, mit der sich mein Herr abgibt. Warum hast du den Zerstörer herausgefordert, Samael? Bring deine Reise zu Ende, Reiter. Dann wirst du verstehen. Schon bald. Du vertraust ihm? Wer weiß, wohin uns dieses Portal bringen wird? Eine sehr gute Frage, aber mal gucken. Wir werden uns wiedersehen. Ja, wahrscheinlich. Das nenne ich mal krasse Schlangengruben. Die sind nicht mehr blau. Nein, sie sind dunkelrot. Dunkelrot, orange, grün, haha. Ich sollte wirklich auf die Karte gucken, wenn ich die Schlangengruben da entlang laufe. Wieso sind die denn auf einmal so breit? Es reicht doch bloß ein kleiner Weg. Weil sag mal, so großes bedeutet. Vor allen Dingen müsste das ja permanent groß sein. Wollt ihr mich verarschen? Hier gibt es ja noch nicht mal Truhen, die man irgendwie holen könnte. Das ist, hier ist ja einfach bloß. Kann man sich ja verlaufen. Na gut, wo geht's denn lang? Ich dachte fast, ich war hier schon mal. Der schwarze Thron, okay. Gut, hier machen wir jetzt erstmal Pause und dann geht's hier weiter. Also dann, bis dann und ciao, ciao.